Weiter geht's bei Humankind und hier vorne findet die Schlacht der Schlachten statt. Die ultimative Schlacht. Hier vorne kämpfen wir um das Überleben dieses Let's Plays. Und es kommen hier 5 Ostgoten mit einer unheimlich starken Armee. Hier vorne haben wir einen Reiter stehen und tja, was machen wir? Wir ziehen erstmal unsere Truppe hier mit rein. Also erstmal hier hin, das sind 4 Runden. Und von dort aus werden wir sie dann ins Schlachtfeld, was unweigerlich kommen wird, reinziehen. Dann haben wir ein weiteres Problem. Hier vorne kommen auch 4 Stück. Und das sind genauso eine harten Jungs. Das sind nämlich Ritter und Pikiniere. Tja, und die, egal wie wir es machen, werden wir definitiv nicht mehr erreichen. Und hier unten findet auch eine Schlacht statt. Das heißt, wir können uns eigentlich davon verabschieden, dass hier irgendwas passiert. Baten Kaitos wird, denke ich mal, fallen. Warum auch immer Syrma nicht gefallen ist. Aber wir werden deswegen hier unsere Produktion ein wenig umbauen. Zum einen werden wir gucken, dass wir die hier, die Unsterblichen, jetzt vorziehen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger. Dann haben wir zumindest eine relativ gute Verteidigung hierüber. Ja, wir könnten jetzt auch Baten Kaitos einfach fix angliedern. Das würde mit ganz viel Glück funktionieren. Dann würden sie aber wahrscheinlich umschwenken und nach Nerdika kommen. Die Stadt hier unten ist auch schlecht verteidigt. Also wie wir es machen, ist es eigentlich egal. Doof ist es immer. Und ich muss ja wirklich sagen, die Spielmechanik mit den neuen Unabhängigen ist sowas von cool. Das bringt hier so unglaublich viel Spannung rein in das Ding. Ins Midgame. Das war vorher einfach nicht da. Vorher war es wirklich durchklicken. Und jetzt habt ihr diese Unbekannten. Das ist mega. Wirklich. So, wir gehen erstmal hier rein. Machen eine manuelle Schlacht. Und hier haben wir ja im Prinzip eine ähnliche Situation, die mich ja wirklich ein bisschen ärgert. Hätte ich das gesehen, dass von hier oben wer kommt, dann hätte ich die hier nicht runtergezogen, sondern hätte die nach oben bewegt. Aber gut, am Ende ist man immer schlauer. Und jetzt gucken wir erstmal. Ja. Das sieht eigentlich gut aus. Wir können dich da hinten hinstellen. Und dann lassen wir das so. Genau, damit werden wir nämlich die Armee ein bisschen aufteilen. Ah, die stehen hier auf dem Plus. Das ist natürlich fies. Aber wir können ihn angreifen. Ja. Ah, das ist natürlich jetzt die Flussüberquerung. Holt's natürlich jetzt raus, ne? Aber wir machen es trotzdem. Einmal dahin, bitte. So, er steht auch auf dem Fluss. Einmal dahin. Einmal dahin. Einmal ihn, bitte. Okay. So, da hat er noch eine Reiterei. Da muss ich so wahnsinnig sein und da angreifen. Er macht es tatsächlich. Okay. Tja, das war jetzt irgendwie sehr sinnlos, was er gemacht hat. Geh mit dir dahin. Kämpfen hier gegen die Reiterei, bitte. Einmal da, bitte. So, du gehst... Ah, verdammt. Du gehst dahin, den Weg sichern. Ja... Einmal angreifen. Schön mit Speed, bitte. Jawoll. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir den nochmal erledigen können. Nein, aber wir können den hier erledigen. So, er stürmt jetzt an. Der wird wahrscheinlich... Ja, der tötet sich selbst. Das ist ein weiterer Militärstern für uns. Wunderbar. Sehr schön. Also, das haben wir erledigt. Damit ist hier unsere Armee in der Theorie noch vorhanden. Ja, die müssten wir jetzt auf jeden Fall... Die müssen wir jetzt zurückziehen. Das ist das Problem. Eigentlich haben wir dafür gar keine Zeit. Wir müssen die hier hochziehen und dann mit der anderen Armee vereinen und dann gegen ihn hier vorgehen, damit wir uns Baten Kaitos zurückholen. Nächste Runde. So, Arjuna wechselt mit dem Punian zum Mittelalter. Und Vasat ist kleiner geworden. Plünderung im Gange. 3 Runden. Bis dahin sind wir niemals kriegsbereit. Das ist illusorisch. Wir müssen auf jeden Fall dahin. So, da wird angegriffen. Das ist aber noch kein Problem.
Das ist noch kein Problem. Wir haben ja eine Stadt dort. Ja, also das ist Gott sei Dank erstmal kein Problem. Denn wir sagen bitte einmal durchhalten. Die Belagerung auf Kosten einiger Stabilität in der Stadt durchhalten. Das werden wir tun. In 3 Runden ist die Balliste da. Das ist ein Problem. Ja, das muss man ganz klar sagen. Denn wir sind erst in... Na, wann können wir den Ausfall versuchen? Wir müssen das mal durchspielen. Wir sind erst in 4 Runden. 1, 2, ne, in 3 Runden sind wir da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Erstellung der Balliste hier nicht verhindern können. Das wird nicht klappen. Genauso werden wir Baten Kaitos hier nicht verhindern können. So. Können wir mit dir in 3 Runden noch irgendwie hier hinkommen? Das ist genauso illusorisch. Nein, ist es nicht. Aber wir müssen ebenfalls hier kämpfen. Ja, das müssen wir auch machen. Deswegen gehen wir auch mit denen jetzt voran. Und... Tja, was machen wir denn mit Parsa? Wir müssen hier auch anfangen, Truppen zu bauen. Das ist wieder so ein Ding, wir müssen jetzt eigentlich alles machen. Wie sieht es denn hier unten mit ihm aus? Also er ist eigentlich jetzt durch, ne? Er wird keine nennenswerten Truppen mehr haben. Hier oben die Stadt ist in meinen Augen auch nicht mehr existent. Da kann eigentlich nicht mehr allzu viel kommen. Denn die Stadt wird, oder der Außenposten wird in 3 Runden gegründet. Dann ist das durch. Ist die Frage, von wo er kommt. Er wird von oben kommen. Das heißt, wir müssen uns hier vorne Gedanken machen, dass wir hier eine Verteidigungsmauer ausbauen. So, die Franken haben ein Groll aufgegeben. Okay. Man ist nun ein Händler. Die haben einen Groll aufgegeben. Oh, cool. Ja, ist doch super. Wie sieht's denn mit offenen Grenzen? Geht noch nicht. Botschaft humanitäre Hilfe. Wir können uns nichts kaufen, weil wir nur 100 haben. Wir haben aber relativ viel Einfluss. Wir haben aber das Problem, dass wir hier zu wenig Stabilität haben. Was würde passieren, wenn wir in Baten Kaitos jetzt eine Stadt gründen? Das nicht geht, weil wir dort zu wenig Punkte haben. Sehr ärgerlich. Sieht es in Parsa aus? Ja, ganz davon abgesehen, wir müssen hier unbedingt ein plus 10 Industrie. Wer hat schon mal mächtig, ne? Hier vorne. Ich denke, wir werden das und das nochmal machen. Und dann gehen wir in Richtung der Stabilität, dass wir jetzt erstmal hier die Stadt stabilisieren. Okay. So. Du musst da warten, bitte. Das ist wichtig. Und dann gehen wir die Vernichtung der Kakteen. Die Kakteen wurden spektakulär verbrannt, allerdings war eine nicht beabsichtigte Begleiterscheinung der starke Geruch, der über Parsa gezogen ist, als die Flammen gen Himmel loderten. Ein neugieriger Arbeiter hat auf den umliegenden Hügeln noch mehr dieser Kakteen gesammelt und sie ins Wasser eingeweicht, um daraus ein neues Parfüm zu erschaffen. Okay, leider öde Kakteen. Leider führte dieses nicht zu einem angenehmen Duft, sondern verwandelte die Pflanzen nach einigen Wochen in Wasser in ein mächtiges Gebräu, das spirituelle Offenbarung hervorrief. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist die Frage, Stabilität können wir gebrauchen, Glaube können wir gebrauchen, Industrieproduktion in Parsa. Wir nehmen die Überproduktion. Das ist momentan das Wichtigste. Nächste Runde. So. Jawohl. Bevölkerungsabnahme. Gewalt. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake. Cousin. And now the pantry seems empty. Ja, klar. Das ist, glaube ich, verständlich. Die werden immerhin belagert. Wir können das hier alles hier reinpacken. Dann werden wir zumindest ein bisschen was bekommen. Wir können das hier einmal abbrechen. Dann machen wir zumindest den Bau fertig. Jetzt werden wir die Einheiten alle weiterziehen, bitte. Die sind alle unterwegs. Das ist in 2 Runden vorbei. Hier können wir die Schlacht auch noch nicht führen. Das ist aber auch kein Problem. Wir müssen nur, bevor die Stadt hier, bevor dieses Ding hier angegliedert wird von ihm oder zu einer Stadt umgebaut wird, müssen wir da rein. Ja, bis dahin müssen wir mit unseren Truppen da sein und uns entsprechend umbauen. So, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes für Truppen bauen.
Denn er hat dort Pikiniere. Die sind doch relativ stark. Und ich würde wahrscheinlich den Schwertkämpfer nehmen. Den Streitwagen, das ist Unsinn. Wir bauen zwei Schwertkämpfer nochmal auf. Genau. So, wir gucken nochmal. Die sind einfach unmenschlich stark, die Einheiten. Das ist der helle Wahnsinn. Der ist halt wirklich schon im Mittelalter. Wir sind technologisch nicht mal ansatzweise so weit, dass wir da hin könnten. Ja, so ein bisschen zumindest. Aber es ist wirklich völlig illusorisch. Also auf so eine Schlacht waren wir echt nicht vorbereitet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Gut. Wir werden mit ihm hier stehen bleiben. Und wenn die zwei Runden rum sind, werden wir hier einmal erkunden gehen. Weil mich wirklich interessiert, was passiert. Und vielleicht auch da hinten mal hinschauen. Jetzt werden wir aber mal. Ja, bewegen wir die erstmal hier hin. Das sind drei Runden, die wir jetzt bräuchten. Frage ist, was bringt das, wenn wir die jetzt dahin ziehen? Ich meine, der ist in zwei Runden drin. In einer Runde könnten wir dann dort Verstärkung holen. Okay. Wir lassen sie hier. Wir müssen uns parallel darum kümmern. Das muss einfach jetzt klappen. Runde beenden. So, Syrma hat um eins zugenommen. Vieles nicht passiert. Unsere Truppen sind da. The first ship is a wonderful thing. Okay. Sadly for the crew, we're likely to see Ich the hab ein Schiff. first seasickness as well. Wo habe ich denn? Hab ich den Schiff? Was ist denn das hier? Das ist ein kleiner Hafen, ne? Ich wäre mir jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwo ein Schiff gebaut habe. Aber wenn dem so ist, dann ist das okay. Ach, er hat sich jetzt hier dessen angenommen und hat jetzt, ja, er hat das jetzt vernichtet hier unten. Oh, er hat ganz schön federn lassen müssen. Ja, aber er ist doch relativ stark mit 125. Er soll uns mal zu Hilfe kommen, der Typ. Kann ich ihm einen Oh, entsprechenden pleasure to Befehl see you geben? again. Nee, ne? Ja, schade. Sehr, sehr schade. Na gut, wir müssen unbedingt verhindern, dass er dort weiter steigt. Zwei fortlaufend, ein fortlaufend. Okay, gut. Passt. So. Einmal da bleiben, bitte. Wie weit bist du? Ja, du brauchst noch ein bisschen. Das ist ja ganz gut. Also der hier wird auf jeden Fall verloren gehen, dadurch, dass das keine Stadt ist. Da glaube ich, brauchen wir uns keine Illusion hingeben. Nächste Runde. Jetzt wird hier leider. Genau. Jetzt ist dort leider. So, wir können bis nach. Ne, ich will da rein. Genau. Da rein, bitte. So. Ihr seid insgesamt stärker. Und jetzt werden wir die manuelle Schlacht schlagen. Oh, da bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir uns natürlich gut aufstellen, aber wir schauen erstmal, was die anderen wollen. Du bleibst da stehen. Du gehst weiter. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ja. Genau. Ransack, jetzt müssen wir unbedingt verhindern, dass er hier eine Stadt draus baut. Weil dann haben wir ein Problem. Aber das kriegen wir hin. So. Ein neuer Groll ist verfügbar bei ihm. Schauen wir gleich mal. Jetzt gucken wir erstmal das Thema Religion an. Nordismus. Also der Druck, hier ist noch kein nennenswerter Druck. Aber auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich auch keinen Druck bei ihm geben. Wir müssten halt hier irgendwie ein bisschen was investieren. Aber da haben wir schon Kontakt hergestellt. Mehr geht im Moment nicht. Okay. So, bevor wir in den Krieg ziehen, schauen wir nochmal bei ihm. Grenzübertritt, Gebiet an unserer Grenze beansprucht, Great Barrier Reef gestohlen, Grenzübertritt. Hat er was gefordert? Das ist nur unser Vasall, ne? Wir werden es mal nicht fordern. Wir werden mal gucken, was hier passiert. Wir haben momentan andere Probleme, die wir jetzt erstmal lösen müssen. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal hier rein und schauen mal, ob uns da irgendwas hilft. Wir haben das Thema Führung. Es bringt uns nichts. Religiöse Minderheiten bringt uns 10 Geld auf Gebiete einer fremden, die einer fremden Religion folgen. Das ist mir egal. Das könnten wir durchaus erlassen, die Autarkie. Das würde uns hier 25 Stabilität bringen.
Aber im Moment bringt uns das hier nichts. Aber das würde trotzdem helfen. Geht. Okay, kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Wir werden das auch nochmal mit reinschieben. Wir müssen ja gucken, wo er jetzt hier hingeht. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum. So, also. Wir müssen bedenken, er hat noch irgendwo eine Balliste. Ja, das ist ganz wichtig. Also, du kannst da nicht rauf. Du wirst bitte mal mit ihm tauschen. Er geht als nächstes da oben drauf und feuert von dort. Wichtig. So, was hat er für Truppen dabei? Er hat sehr viele Armbrustschützen. Das heißt, wir brauchen die Pferde an der Front. Und er hat einen Schwertkämpfer. Oh, der ist hier vorne. Das ist ja fies. Aber das Pferd, nein. Nein, nein, nein. Das Pferd brauchen wir hinten. Das brauchen wir hier hinten. Warum? Das Pferd ist schwach. Das ist relativ schwach. Das kann zwar gut angreifen, aber es ist trotzdem schwach. So, der ist bei 30. Kavallerieabwehreinheit, das ist gut. Der ist nur bei 20. Das heißt, wir holen an die Stelle die guten Einheiten, die Unsterblichen. Die sind ungefähr gleich stark, okay. Entsendung beenden. So, er wird den ersten Zug machen. Mhm. Genau. Wahrscheinlich doch den Bogenschützen woanders hinstellen sollen, aber er kann angreifen. Auf ihn kann er schießen. Einmal bitte. Zweimal bitte. Einmal. Zweimal. Mist. Das geht leider nicht. Ich kann auch nichts mehr machen, ne? Ah, das ist natürlich echt doof. Wir müssen eine Einheit verlieren, um eine anzugreifen. Das ist natürlich unschön. Hm. Gucken wir mal, was passiert. Runde beenden. Na, Nutter, jetzt zieht er sich zurück, ey. Oh, das ist doch ärgerlich. Ja, das ist doof. Das war doof. Ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen hier. So, einmal bitte. Zweimal bitte. Ernsthaft, du lebst noch? Einmal da angreifen, das bringt etwas mehr Schaden. Du greifst da an. So, wir können wieder nicht dahin gehen. Ah, wir kriegen die Truppen da nicht hin, ne? Nächste Runde. Oh, er schießt auf unsere Bogenschützen. Das ist gut für uns. So, wir sind dran. Mhm. Also, einmal auf ihn bitte. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, jetzt müssen wir die Position ausnutzen. Da kann dann kein neuer joinen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Das heißt, wir ziehen eine frische Einheit dahin. Und greifen mit dir bitte. Tja, wen greifen wir am besten an? Ah, das ist nur so ein doofer Bürger. Hm, das war natürlich kein guter Zug. Wir greifen ihn an. So. Einmal darauf schießen. Einmal dahin bitte. Jawohl! Sehr gut. So, jetzt gehen wir mit dir ein vor. Da rückt ein Bürger nach. Dann gucken wir mal, dass wir ihn hier gleich noch ein bisschen in die Mangel nehmen. Da rückt ein Bürger nach. Okay. Das war's für diese Runde. Gut. Mal gucken, wie es in der nächsten Runde aussieht. Weiter geht's. So, er greift an. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Lass mich rein da. So, wie sieht's aus?
Ja, er ist jetzt natürlich hier auf die Balliste gekommen. Das ist sehr ärgerlich. Können wir da mit den Bogenschützen was machen? Ja, und noch einmal bitte. Die müssen wir eigentlich wegkriegen. Nein! Das jibbet doch nicht. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Wir müssen eigentlich hier irgendwie eine Einheit wegkriegen. Zwei Einheiten schwer verletzt. Ah, das ist jetzt doof. Okay. Das ist jetzt echt unschön. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was überhaupt noch so sonst so passiert ist. Dia ist um eins kleiner geworden. Man hat uns etwas unterbreitet. So tell me, how are you today? Ach ja, klar. Ja, gerne. Wissenschaftliche Korrespondenz finde ich okay. Das können wir gerne machen. Okay. Einmal die Einheiten bewegen, bitte. Da sind wir ebenfalls bei 4. Euch können wir auch bewegen. Wir gehen einmal in die Richtung. Du bist fast heile. Und da lang, bitte. Wir müssen uns hier nur mal treffen und mal gucken, wo die jetzt sind. So. Also wir sind nach wie vor insgesamt stärker. Runde beendet. Ja, Scheibenkleister. Ist natürlich echt uncool. Jetzt hat er hier nennenswerte Truppen vernichtet. So, einmal dahin. Jetzt werden wir die Balliste vernichten. Mit ihm bitte. Jetzt werden wir euch hier einmal schwächen. Und einmal da angreifen. So. Ja, das wird wahrscheinlich gleich fallen, das Ding. Nee, er geht echt da oben rauf. So. Einmal auf ihn bitte. Einmal auf ihn bitte. Ja, sehr gut. Boah, meine Herren, ey. Das wird aber auch eine enge Nummer. So. Einmal die Nummer beenden. Puh. Wir bleiben mal hier drin. Nächste Runde. So. Jetzt haben wir ein paar Runden Zeit, die Flagge zurückzuerobern. Ein Osmose-Ereignis gucken wir uns gleich an. Wir greifen natürlich an. So, er greift an. Alter Falter. Boah, meine Güte, ey. Belagerungstechnik erforscht, ob langfristige Belagerung oder Sturmangriff die richtigen Techniken können entscheidend sein. Boah, ich weiß, also ich war noch nie so glücklich in einem Let's Play, dass wir hier gewonnen haben. Einer der Militärsteine wurde freigeschaltet. Jetzt sind wir bei 3600 und damit mal prompt auf den dritten Stern gewandert. Und wir können uns übrigens jetzt auch am Ende dieser Folge über eine neue, uns mal eine neue Kultur angucken. Also das nehmen wir erstmal an. All those of honest intent may have my ear. Ja, das ist okay. Geld haben wir ja mittlerweile. So, das war ein Sieg. Der ist mittlerweile auch da. Jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig hier vorne hin. Scheibenkleister, ey, da stehen schon wieder 5 von diesen Leuten, von den Ostgurten. Alter, was wollen die denn von mir? Boah, wie ich die, das ist ja grrr. Problem ist, wenn die mich sehen, sieht er mich auch, ne? Alter, Alter. Wenn die jetzt nochmal kommen, dann war's das, ne? Das muss man echt sagen. Dann ist hier Feierabend. Also wir müssen hier wirklich frühzeitig gucken, dass wir jetzt hier eine Verteidigung aufbauen und hier eine Armee. So, wir bauen erstmal das Ding und dann die Verteidigung hier. Und dann müssen wir hier eine Verteidigungsarmee haben, damit wir Redoute da oben vor allen Dingen eliminieren können. So, jetzt holen wir uns Baten Kaitos zurück. Jetzt sind wir militärisch auch extrem angeschlagen, weil wir eigentlich auch keine nennenswerte Verteidigung mehr haben. Aber gut. Und er ist auch nicht allzu schwach. Urkes, das ist okay. Was hat er hier? Er geht hier sehr stark auf Nahrung. Ja, er setzt hier wirklich extrem viele Bezirke. Gerade das Thema Geld hat er sehr im Fokus. So, jetzt gehen wir erstmal aufs Osmose-Ereignis. Stadtbegrenzung. Ah, ist okay. Das lassen wir mal.
So, du bleibst bitte da. Da müssen wir jetzt im Blick haben, ob jemand kommt. So, hier vorne wird weitergebaut. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir diese Bauschlange hier wirklich durchziehen wollen oder können. Jetzt gehen wir erstmal vorsichtig in die Richtung und schauen mal, was er hier stehen hat. Mit dir kommen wir auch näher. Wir müssen hier rüber, ne? Genau. Dann gehen wir einmal da hoch. Oh, 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 Scheibenkleister. Nein, 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 nein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Okay, er war gerade auf dem Weg, aber das ist ja ganz gut. Also, manuelle Schlacht bitte. Ah, gut. Oder auch nicht. So, das sind unsere Schwertkämpfer und unsere Reiterei. Von hinten holen wir Verstärkung. Entsendung beenden. Wird er angreifen mit seiner Reiterei? So, wir werden hier bitte natürlich ihn reinziehen. Und, oh, wir müssen auch noch den Berg hoch angreifen. Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. So, einmal Angriff bitte. So, und jetzt wird er da reinreiten und dann ist er, dann sind wir weg, ne? Runde beenden. Mehr können wir nicht machen. Wir haben eine strategisch extrem unschöne Lage hier. Also wir können nichts, aber überhaupt nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist ihn hier versuchen rauszulocken. Wir locken ihn hier wirklich, wir locken ihn hier weg. So. Wir locken ihn da raus. Das Problem ist, da können wir nicht raus. Wäre da irgendwo eine Chance, noch hochzukommen? Nee. Angriff. So, er ist weg. Wir können nichts machen. Runde beenden. So, jawohl. Na bitte. Er hat's getan. Haha. Sehr gut. Angriff. Angriff. Ende. Ende Gelände. So, einmal da hoch bitte. Einmal da hoch bitte. Und dann holen wir uns den Rest jetzt hier von hinten. Weil da ist nämlich noch nicht einer. Keiner mehr drin. So, du kommst, rutschst nach bitte. Greifst einmal da an. Runde beenden. Er wird angreifen. Aber das macht er in der nächsten Runde. Insgesamt sieht es ganz gut aus. Da ist eine Forderung. Was willst du von mir? So. Aber wenn du was forderst, dann fordere ich das auch. Ja, du mich auch. Also, Entschärfung vorschlagen. Gut. Forderung zurückweisen. Kommt nicht in Frage. Your words make no sense. Das macht überhaupt keinen Sinn, was du forderst. Er ist übrigens im Krieg, ja. Er ist im Krieg mit dem Gelben, ja. Deswegen hat er hier ein paar Probleme und kann uns hier nicht so auseinandernehmen, wie er es gerne hätte. So, und in der nächsten Runde müssen wir mal gucken, welche Kultur wir nehmen. Kusa, das haben wir gesehen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und es sind noch eine ganze Menge Kulturen frei. Ich werde mir das mal offline angucken. Es sind die Bulgaren frei. Druckmittel haben sie. Es sind also Diplomaten. Diplomaten, die hatten wir schon. Die Swahili wären nicht schlecht mit den Bandari. Wir bräuchten hier definitiv Hafen. Das wäre eine super Sache, weil wir hier oben sehr viele, sehr viele Häfen bauen können in Nerdika. Allgemein ist das Thema Stabilität in Häfen eine gute Sache. Also die Swahili wären auch eine gute Überlegung. Die Taino wären auch nicht schlecht. Der Jäger wäre allerdings ein bisschen unschön. Ghana wäre nicht schlecht. Ja. Geld pro Luxusressource, Geld bei Handelsrouten, Geld im Allgemeinen durch den Luxumat, durch den Luxusmarkt, das wäre schon ganz cool. Allerdings finde ich die Spezialeinheit nicht so berauschend.
ähnlich wie das Schiff hier, finde ich nicht so toll. Oder den Taino, der ist jetzt auch nicht so prall. Die Teutonen mit den Deutschordensrittern wären natürlich mordsmäßig gut. Das Problem ist, das sind Expansionisten. Und zweimal Expansionist nacheinander finde ich grenzwertig. Wobei die Teutonen natürlich die logische Alternative wären für, mit dem Kaiserdom. Da würde es einfach unheimlich viel Glauben geben. Und der Deutschordensritter ist einfach ein allmächtiges System. Und Wissenschaft und Geld pro Anhänger, also das ist allgemein nicht schlecht, das Teil. Allerdings würden wir die Produktion und die Wissenschaft damit trotzdem so ein bisschen untergehen lassen. Dann hätten wir die Khmer. Die sind ziemlich gut mit dem Barei. 5 Nahrung und Industrie an einem angrenzenden Fluss. Flüsse haben wir genug. Und den Kriegselefanten. Einfach nur Wahnsinn. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Das wäre eine ganz, ganz wichtige und tolle Einheit. 3 Reichweite, 38. Also so eine Fernkampfeinheit bei uns zu haben, mega. Die Angelsachsen, quasi die andere Seite der Teutonen mit einer Festung, wäre für uns gerade eine enorm coole Sache, damit wir uns verteidigen können. Danach parallel die Nahrungsproduktion. Bei einer Festung kriegen wir 3 Kampfkraft im Kampf bei angrenzenden Bezirken, gilt als Bauern und Vettel und Garnison, 2 Sichtweite, dann zusätzlich den Langbogen. Wäre auch super, ja. Die Khmer haben zwar den Jager hier, aber die Langbögen sind halt auch nicht schlecht. Mein persönlicher Favorit im Moment, zusammen mit den Khmer, also quasi Nahrung oder Produktion. Die Mississippi-Kultur, weiß ich nicht, ist auch nicht schlecht. Industrie, Gold und Nahrung auf den Bezirken. Industriekosten für angrenzende Bezirke, Heiliger Hügel, okay. Ist okay. Auch diese Einheit ist super, keine Frage. Aber die Angelsachsen sind momentan mein Favorit, weil wir einfach auch zum Teil Nahrungsproblem haben. Ja. Alternativ, wie gesagt, die Khmer, die haben mit ihrem Kriegselefanten einfach eine ganz krasse Sache. Einen Krieger brauchen wir nicht. Und die Umayyaden sind auch nicht schlecht. Die haben hier den Haras. Das finde ich auch eine schöne Sache, können wir auch bauen. Wissenschaft ist da. Also, Entscheidung ist Wissenschaft, Nahrung oder Produktion. Das ist die Frage. Ich werde es mir angucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategien. Ciao, ciao.